Hallo, liebe Kinder, liebe Familien und liebe Kunstinteressierte. Leider können wir auch in diesem Jahr nicht das Ihnen allen bekannte Osterfest am Dar Kunsthaus Kloster Gravenhorst feiern. Und deshalb haben wir uns überlegt, wie wir trotzdem etwas ganz Besonderes zu Ostern gestalten können. Wir haben uns überlegt, eine Ostereiersuche zu organisieren, die dann in diesem Jahr digital stattfinden kann. Und dabei hat uns jemand geholfen, den ich jetzt vorstelle, nämlich das ist Hans Hase, der geholfen hat, die Eier zu verstecken. Und Hans Hase hat für euch, liebe Kinder, zwei Tipps. Erstens, guckt gleich genau hin, wenn die Leiterin unseres Kunsthauses, Berit Gerd Andersen, das erste Ei hinlegt. Denn das gehört dazu, damit geht die Ostereiersuche los. Und zweitens, guckt euch das Video am besten zweimal an, denn auch ich habe nicht beim ersten Mal erkannt, wie viele Eier es eigentlich genau sind. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Achtmal verlosen wir einen Gutschein für ein Ausflugsziel im Kreis Steinfurt im Wert von 50 Euro. Ich wünsche Ihnen und euch viel Spaß bei der Ostereiersuche und frohe Ostern. Bleiben Sie gesund. Hallo, mein Name ist Berit Gerd Andersen. Ich bin die Leiterin des Dar Kunsthaus Kloster Gravenhorst. Herzlich willkommen hier im Klostergrün. So nennen wir die Außenanlagen des Kunsthauses. Wir haben keinen gepflegten historischen Klostergarten oder Gartenanlage wie viele Schlösser. Dafür haben wir aber ganz viel Platz zum Spazierengehen, zum Spielen, zum Laufen, zum Fahrradfahren oder auch zum Kunstgucken. Ja, seit 2004 sind hier im Klostergrün viele Installationen und Skulpturen entstanden, die man als Besucher nicht nur bestaunen kann, sondern auch benutzen kann. So zum Beispiel der Himmelstisch, da kann man sich hinlegen, sich ausruhen, man kann die Sterne abends beobachten oder die Wolken hinterher schauen oder die Sonnenstrahlen genießen. Im Rahmen der Gravenhorster saisonale temporäre Klostergartenkunst sind dann weitere Installationen, Kunstinstallationen im Außenraum entstanden. Zum Beispiel einen künstlichen Brunnen im Innenhof mit Internetanschluss oder eine Wiesenlabor zum Thema Pflanzenfarben oder auch die Eiche mit dem versunkenen Haus. Und übrigens, das Klostergrün eignet sich super gut zum Ostereierverstecken. Viel Spaß beim Kunstentdecken und Ostereiersuchen im Klostergrün. Ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen frohe Ostern. Und natürlich lohnt sich auch ein Besuch im Kunsthaus. Wir haben eine tolle Klangkunstausstellung mit Christina Kubisch, eine historische Präsentation, Kartoffeln, Bohnen, Petersilie, Gravenhorster Gärten nach 1945 oder auch die Ateliers und Projekträume der aktuellen Kunststipendiaten.